So, bevor der Sommer vorbei ist, muss es ja noch ein Faszination Empathie Sommer-Special geben. Was ist? Hallo, lieber Tobi. Hallo, liebe Anne. Er ist gerade in der Schweiz und irgendwie haben wir in der Schweiz vor 2 Jahren schon mal ein Sommer-Special gemacht. Genau, da weiß ich noch, da waren wir noch auf dem Chalet Das in den stimmt. Bergen im Berner Oberland. Und da haben wir da auch manifestiert, dass ich in der Schweiz leben will. Ja, und so ist es nun. Und hier ist der König und macht mal seinen Sommerurlaub, wenn man das so sagen möchte. Ja, kann man schon so sagen. Naja, eben war es ja nicht so urlaubig. Nee, eben war es anstrengend. Ich habe einen Tobi überredet, was ich ihn versuche seit 4 Jahren zu überreden, mit mir Fahrradfahren zu gehen. Hast du geschafft? Und? Mal Scheiße. Scheiße, will ich jetzt nicht sagen, aber ist halt nicht meins. Ich finde es ja ganz spannend, was du so sagst, ne? Also er hat echt gelitten und es war einfach, also eigentlich sah er super aus auf dem Mountainbike, aber irgendwie war dir das nichts. Nee. Also, weil es meine Verhältnisse, ich bin jetzt nicht geübt, so auch schon anspruchsvoll. Also. Ja, das ist jetzt das eine, aber ich finde tatsächlich diese andere Diskussion, also ich finde ja, man kann ja seine Ausdauer trainieren und Muskeln und so. Aber dieses, dass dir das zu schnell geht. Wir hatten ja Ja. witzigerweise gestern auf der Autofahrt darüber geredet, dass wir beide immer so vorwärts drängen und schnell und immer irgendwie schnell an unser Ziel wollen. Und dass mir ja Wandern zum Beispiel einfach, ich hasse Wandern, weil es mir viel zu langsam geht und weil es mir langweilig ist und ich das total doof finde. Und ich mag es zum Beispiel total gerne, weil mich das beruhigt. Weil ich diese Schnelligkeit dann irgendwie rauskriege aus mir oder zumindest Ja. ausgeglichen. Und ich denke mir, hier ist schnell, aber trotzdem ruhig in meinem Kopf. Also wie gesagt, ich Das ist fand es ganz nicht witzig. entspannend für mich, die Tour, die wir da gemacht Ich habe haben. auch echt ein schlechtes Gewissen, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Das brauchst du nicht zu haben. Das war ja, ich wollte das ja mal ausprobieren, wie das ist. Wir haben es halt jetzt Wir haben es ausprobiert. ausprobiert. Mir tut der Arsch weh, wie, keine Ahnung was. Ja, aber gut, der König ist sich halt auch zu fein, um einfach so eine Polsterhose Eine anzuziehen. Radlerhose. Ja, guck, da macht er sich lustig, aber dann sitzt er da und sagt, nee, tut alles weh. Also ich meine, wer schön sein will, Der muss leiden, das ja, tue ich jetzt. ich habe meine Radlerhose jetzt noch an. Hauptsache, ich sah gut aus. Ja, hast du ja. Da ist eine, Entschuldigung, da war eine Hornisse. Wespe. Nein, das ist eine Wespe. Aber es gibt viele Hornissen hier. Ich habe morgen hier saß, da sind schon ein paar, haben wir angeklopft hier am Geländer. Ich habe irgendwie noch keine Hornisse gesehen, aber vielleicht will ich die auch gar nicht sehen. Ich habe ja im Februar einen Hornissenstich gehabt. Das war nicht so witzig. Oh. Ja, damals habe ich dir Ja. geschrieben. Hast du gesagt, ich soll nicht Fahrrad fahren, um wieder beim Thema zu sein? Habe ich trotzdem gemacht. Ja. So, ich habe von der wundervollen Jana, die ich euch auch bald mal vorstellen muss an der Stelle, fällt mir auf, habe ich ein ganz großartiges neues Kartenset bekommen von Hotel Matze. Ein großartiger Podcast. Schade, dass er das nicht hören wird, weil ich möchte ja unbedingt bei ihm im Podcast sein. Also, wir machen jetzt ganz viel Werbung für Hotel Matze. Das Hotel Matze, also das Matze sagt, du kannst eigentlich mal zu uns in den Podcast kommen. Solange nehmen wir einfach seine Fragen über gestern, heute und morgen. Und ich finde, jeder eine, oder? Jeder eine gestern, eine Heute eine, heute, morgen. oder? Ja. Wir können ja mal gucken, wie wir hier so Was da so zeitlich hinkommen. draufsteht. Genau. Ziehst du deine Fragekarte oder ziehst Ja. du meine Nee, Frage? ich ziehe meine eigene. Ja, alles klar. Ich lese dir aber vor. Es geht erstmal ums Gestern. Und die Frage ist, wenn du gewusst hättest, dass deine Kindheit so schnell vorüber ist, was hättest du anders gemacht? Nix. Ich fand nicht, dass meine Kindheit schnell vorüberging. Du bist auch kein Mensch, der die Kindheit Nee. geil fand, ne? Nee. Ich habe gesagt, Ja. jetzt, so in dem Alter, wo ich jetzt bin, so Anfang 40, Ja. fängt für mich das Leben eigentlich quasi erst an mit all den Möglichkeiten, mit den Erfahrungen. Das Spielen, lustigerweise, habe ich mir ja bewahrt. Ich habe das mal, da habe ich, das waren so die ersten Kontakte, die ich mit solchen Systemen gesammelt habe, mit der Numerologie beschäftigt. Da bin ich, habe ich Lebensaufgabenzahl 7. Und in dem Buch, was ich darüber gelesen habe, ich habe mehrere gelesen, aber das erste, was mich am meisten geprägt hat, da steht drin, dass die Siebenen
in der Kindheit oft wie Erwachsene scheinen und im Erwachsenenalter oft wie Kinder sind. Ach. Und dieses spielerische, manchmal alberne oder übertriebene Nonsens-Dinge oder te kaufen Techniken, keine Ahnung was, du kennst das ja von mir, Nee. ist für mich das Spielen. Ich habe mir das Spielen bewahrt und da ich weine keinem Tag meiner Kindheit hinterher, dass das irgendwie hätte länger andauern sollen. Null, null. Auch wenn mein Kind da jetzt nicht schlecht war, aber ich habe da nichts Schlimmes Ja. erlebt, aber nee, gar nicht. Aber du willst auch deine Kindheit nicht mehr zurück. Nee. Also du sagst einfach, ja, spannend. Ja. Das Einzige, was ich da so ein bisschen dieses Gefühl, die Abwesenheit dieser Unsicherheit, die man im Erwachsenenalter oft hat. Na, weil du weißt, wie komplex das alles ist, was passieren kann, so dieses Kindle, was du in der Kindheit nicht hast. Du hast einfach gemacht, du hast nicht drüber nachgedacht. Also Das ist diese vielleicht das, Naivität eher, ne? ja, das, Also ja, Naivität, ja, kann man schon sagen. Also dieses, ja. ja, Also kindliche man sieht, vielleicht, ja. man hat halt einfach Genau, es war keine Weitsicht und richtig. deswegen auch weniger Probleme. Genau. Ja, das verstehe ich. Ja. Wir sind bei gestern. Ja. Schnell die Karte. Welche Verbote deiner Eltern fandest du nicht gerechtfertigt? Oh, da müssten wir ja jetzt tief in den tiefen Shit gehen. Also ich fand tatsächlich, also witzigerweise würde ich heute sagen, dass meine Eltern mir hätten mehr verbieten sollen, weil sie mir an bestimmten Stellen viel zu viel Freiheit gelassen haben. Und an anderen Stellen hätten sie mir nicht verbieten sollen, Mensch sein zu dürfen Hm. und Bedürfnisse zu haben. Ja. Also, das war jetzt, also ist tatsächlich einfach eine ziemlich harte Frage an der Stelle, aber ich glaube, ich habe oft abgesprochen bekommen, Bedürfnisse zu haben und musste die Bedürfnisse anderen Menschen unterordnen und durfte, also die Bedürfnisse anderer Menschen waren wichtiger und das war in dem Sinne kein Verbot, aber ein Absprechen. Ja. Und dann an, ja, und ich glaube, dass ich auch an anderen Stellen viel zu viel Freiheit in meiner Jugend vor allem hatte, weil ich glaube, dass meine Mutter oft gedacht hat, es ist gut, wenn sie nicht da ist. Und mein Vater, der war selbst nie da. Also ja, da waren wenig Verbote und wenige erlaubte Bedürfnisse. Und die Kombination war nicht so gut. Das kann ich mir vorstellen. Andersrum wäre besser gewesen. Machen wir mal weiter. Aber, genau, wir machen mal weiter. Mit heute. Heute. Ganz coole Karten. Ich habe letztens mit zwei ganz wundervollen Frauen hier schon gesessen und wir haben den ganzen Tag auf der Couch gesessen. Es war ein völlig verregnetes Wochenende und wir haben geräuchert mit Annettes Räuchermischung und haben diese Fragen gestellt. Und es war so cool. Und so viele coole Erkenntnisse über uns und über uns als Freunde gehabt. Es war mega. Also Hotel Matze, nochmal Matze, ne, wenn du das siehst. Ah, das ist eine gute Frage. Womit hättest du am liebsten schon vor einem Jahr angefangen? Lass mich kurz sagen, Fahrradfahren. Nicht. Also nochmal, um das klarzustellen, ich fahre ja gerne Fahrrad, aber Hollandrad. genau, also diesen Mut, den man mit dem Hollandrad hat, so gemütliches, ne, machen eine Fahrradtour oder so, Also aber ich fand nicht, das wir jetzt fahren heute mit ziemlich 30 Kilometer gemütlich. durch den Wald. Wir sind nicht mit 30 Kilometer durch den Wald Ja, gefahren. bergab auf jeden Fall. Naja, wir hätten abbremsen müssen, wenn wir das nicht gewollten. Ja, habe ich auch, weil. Naja, aber ich fand es relativ gemütlich. Also womit hätte ich vor einem Jahr schon angefangen, lieber angefangen? Also mit der Falkner-Ausbildung, glaube ich, das hätte ich schon eher anfangen sollen. Hast du die inzwischen Nee. angefangen? Nee. Aber das merke, dass wenn ich habe heute so ein paar Fotos gemacht auf dem Rückweg, wo ich mir dann die Zeit genommen habe, anzuhalten.
als total stressig war. Habe ich den Bus da fotografiert und das merke ich halt, das ist für mich eine absolute Energiequelle und angekommen sein. In, ne? Und da die Nähe zu diesen Vögeln zu finden, bedingt ja, oder am eigenen haben zu können, die bedingt ja die Ausbildung, das werde ich jetzt auch zügig angehen. Ich wollte gerade sagen, wann machst du es denn Ja, ich jetzt? fange das jetzt an. Wann? Mach mal Im einen Deal mit Oktober. dir selbst Im im Oktober, Oktober. ja. Hast du schon alle Kontakte und so? Ja, die Konkrete habe ich. Also, liebe Zuschauer, im Oktober dem Tobias Duven bitte einfach mal eine Nachricht sprechen und schicken und sagen, wo sind deine Falkner Ausbildungsbilder? Genau. Ja, sehr gut. Entschuldigung, ich mache es komplizierter, als es sein muss. Was haben wir denn? Bist du eher dafür oder dagegen? Also ich glaube, es gäbe eine Menge Menschen, die behaupten würde, dass ich absolut dagegen bin. Und ich habe auch mal so eine Karte geschenkt bekommen mit so einem kleinen Äffchen oder Entlein, was so ein Dagegenschild hat. Und ich fühle Echt? das schon in mir. Ja, also ich fühle schon, also es gibt schon viele Dinge und ich glaube, dass ich sehr oft in meinem Leben dagegen war. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit diesen Bedürfnissen, die ich nicht leben durfte. Und heute würde ich eher sagen, dass ich für den Menschen auftrete und für ein Ja auftrete und erst bockig werde und wirklich anti werde, wenn das nicht gehalten wird. Also wenn wir gegen unsere eigenen Talente gehen und gegen unsere Energien gehen und all das, dann werde ich dagegen. Aber ich glaube, inzwischen bin ich ein Dafür-Mensch. Also ich hätte sofort dafür gesagt bei dir. Ehrlich? Ja. Also vielleicht kennen wir uns nicht lang genug, dass ich diese Dagegenzeit nicht mitbekommen habe. Aber wenn ich dich einschätzen sollte, würde ich immer dafür sofort. Aber ich meine, für mich ist gar kein Zweifel. Naja, aber also ich meine, diese Fragen sind ja schon auch philosophisch. Die Frage ist, wir sind uns halt in vielen Dingen sehr nah und haben eine ähnliche Lebenseinstellung und deswegen kämpfen wir oft gemeinsam für etwas und sind dafür. Aber wenn wir jetzt mit jemandem reden würden, der entgegengesetzt unserer Meinung wäre, dann würde der uns wahrscheinlich oder mich als sehr dagegen, weil dann kann ich ja schon auch sehr vehement sein mit meinen Augenbrauen. Und so. Also jetzt die volltätowierte Frau mit dem Undercut und so, das ist schon auch ein bisschen dagegen. Also es ist schon so ein bisschen gegen die Norm. Ja, okay, gegen das, ja, da würde ich zustimmen. Aber ich ging jetzt eher, ich habe es gleich auf Menschen bezogen oder Ja, so, ne? Das ist, genau, und da das erlebe ich ist, dich halt ganz anders. genau, das ist, glaube ich, die Frage, ob man wirklich, ja, also Ja, ich glaube, Perspektive. eine Denke. Perspektivfrage. Aber ja, mir fallen da ein paar Lachen in meinem Leben ein, die diese Frage hören und sagen, die Frage stellt sich nicht. Das ist absolut dagegen, die Frau. Okay. Aber ich glaube, dass ich einfach inzwischen pro Mensch, also wenn, dann bin ich pro Mensch dagegen. Oder pro Seele, sagen wir mal so. Ich muss mal darauf achten, vielleicht erlebe ich ja mal eine Situation, wo ich dann auch eher sagen würde, dass du dagegen Ja. argumentierst oder bist oder von der Einstellung her eher kontra. Ich achte drauf. Ja, mach das mal. Ja. Ja. So, Next. wollen wir. Hast du Hunger? Ich habe langsam Hunger, ja. Ist halt so Snickers ein Eis bisschen. verliert die Wirkung. Morgen. Ist eine schöne Frage. Ich weiß gar nicht, ob du die beantworten willst oder kannst. Mit welcher engen Person wirst du niemals in den Urlaub fahren? Ich finde die Frage mit Welcher Tobi engen und Urlaub Person? sowieso schon schwierig. Ich Die Frage ist, würdest du überhaupt mit vielen Menschen in Urlaub fahren? nee. Und ja, eben, gell? Wohl
Ich bin jetzt auch im September in Tschechien zum Das ist Beispiel. kein Kein Urlaub. Urlaub. Also es ist kein Urlaub, das stimmt. Ist das? Das ist so ein Wochenende, aber es ist natürlich kein Urlaub. Welcher Englisch, aber die eng sind oder die ich in meinen Inner Circle lasse, mit denen kann ich mir auch vorstellen, in Urlaub zu fahren. Also, Ja? ja. An mir fallen da ein paar ein, wo ich dich fragen würde, würdest du machen? Also, aber du fährst halt grundsätzlich nicht so Ich war gerne halt, in genau, ich Urlaub. bin jetzt auch nicht so der Ansprechpartner für ausgedehnte Urlaube. Was ja auch wieder eine krasse, hatten wir ja heute auf dem Fahrrad mal kurz geredet, als wir flach am See lang gefahren sind. Wo ich Luft zu reden hatte. Dass du als Kind ja so diese Urlaube, also ihr wart immer am gleichen Ort, ne, als Genau. Familie. Ja. Wir waren immer auf Ameland, das ist eine Ja. holländische Insel. Das war auch cooler, aber wir haben halt nie irgendwie großartig andere Länder Ja. gesehen. Und das ist krass, ob das, weil du wirklich, also du hast ja auch, also ich weiß nicht, ob du nichts davon hast, in Urlaub zu fahren, Doch, ich aber. habe da meistens was von, aber ich reise halt auch die Reise dahin. Da zu sein ist, Stresst dich schon. ja, wenn ich dann da bin, ist es auch okay. Meistens. Ich meine, ich war in Thailand, ich war auch in Spanien, Portugal, Tschechien. Ich habe da schon auch in Europa ein paar Länder gesehen, habe da auch ein paar Tage verbracht. Aber es ist nicht so, dass ich am Anfang des Jahres mir den Terminkalender raussuche und gucke, wann ich wo am besten Urlaub mache. Das ist eher Und wenn du spontan. jahrelang nicht in Urlaub fährst, auch Dann nicht geht schlimm. mir, dann ist das auch Also so. ich habe dich ja also Ja. genau genommen kein Mal in Urlaub fahren, hören, sehen, Ja, du erlebt. überredest mich ja immer, sagst, Wenn kommst dann, jetzt mit. genau, wenn dann kommst du Ja. hierher, aber das ist ja dann auch kein Urlaub, sondern Ja. machen wir so Dinge wie jetzt gerade. Genau, was ich schon mal mache, ist ein Wochenende, aber das ist auch Ja, kein nee. 2-3-wöchiger Urlaub. Ne? 3 Wochen würde ich eh, glaube ich, nicht fahren. Das ist mir viel Nee. zu. Nee. Das ist mir zu lang. Komisch, oder? Findet ihr nicht? Ich bin Steinbock. Saturnprinzip, Leistung. Ja, aber kannst du ja besser leisten, wenn du 3 Wochen im Das Urlaub stimmt, das warst. vergesse ich aber, das merke ich Ja. dann meistens erst, wenn ich ein bisschen runterkomme und dann auch wieder kreativ werde und wieder neue Ideen habe oder auch mehr Motivation. Aber um die Frage zu beantworten, ich weiß nicht, also müsste ich erstmal die nahestehende Person, da müssen wir erstmal definieren, Ich wer wollte steht gerade nach. sagen, da ist ja, würdest du mit deiner Mutter oder deinen Eltern oder deinen Schwestern oder deinen Nichten in Urlaub fahren, ne? Das ist ja, und das ist ja dann auch die Frage, es hat ja gar nicht, ist ja gar nicht kontra, sondern einfach bringt mir das was. Oder leben, also ich kenne eine Menge Menschen, die Urlaube leben, wo ich sage, das kannst du gerne machen, aber das wäre für mich kein Urlaub, also Städtetrips. Ja, das würde ich auch nicht machen. Genau, und wenn aber Menschen jetzt sagen, Städtetrips sind das Geilste für mich, dann würdest du es wahrscheinlich nicht machen, Nee. was keine Gegenentscheidung für einen Menschen ist, sondern. Genau, also ich glaube, ich würde mit den meisten nahestehenden Personen nicht länger in den Urlaub fahren, so zwei Wochen oder so, ist mir dann too much. Ja, weil du dann dein Magier Ja. Zeit brauchst. Naja, Das das ist braucht das, die was ich meine. Zeit für mich, die ich Ja. die nicht gewährleistet habe, dass ich wie auch kann, wenn ich will, brauche, Zeit habe oder irgendwo alleine gehe, in den Wald oder ans Meer oder so. Deswegen fährst du am Donnerstag auch mit Helene auf den Prager-Pragelpass. Helene ist sein Auto und ich fahre mit Leo. Das ist ihr Fahrrad. Genau. Also wir beide ein bisschen. Und dann treffen wir uns da oben, dann essen wir. Genau, dann fahre Also ich ich brauche wieder da 5 zurück. Stunden hoch, du brauchst dann eine Stunde hoch. Ja. Dann hast du 4 Stunden Magierzeit. Genau. Dann sehen wir uns kurz und dann machen wir das zurück gleich so. Genau. Ich muss mir einen Schlüssel geben hier, ob ich eher zu Hause bin. Das kriegst du. Okay. Kein Problem. Wobei mit dem Fahrrad den Pass runter bin ich schneller als du. Ja. Aber es ist ja nicht nur der Pass, die Tour. Das stimmt. Wieso ziehe ich jetzt deine Karte? Ach so. Auch ein bisschen unterzuckert. Willst du im Alter schöner oder schlauer werden? Schlauer natürlich. Schöner geht ja gar nicht mehr. Ach, das Thema ist doch eh rum. Natürlich schlauer. Was ist das denn für eine Frage? Hä, wer will denn schöner werden im Alter? Aber ich Dann glaube, da ist es gibt es doch auch viele. gar Also nicht ich mehr meine, so. die Ästhetikindustrie oder die Unterspritzungspraxen sind voll. Naja, aber da geht es ja darum, um Schönheit zu behalten. Aber schöner, gut, jetzt kann man natürlich sagen, wir hatten jetzt gerade, das sind natürlich auch schon wieder philosophische Fragen, ne? Wir hatten jetzt gerade im Seminar eine Frau, die gar nicht mehr so jung war, die einfach total schön war, weil sie so ausgeglichen in sich war.
und so eine Balance in sich hatte und so eine Weisheit in sich trug. Ja. Und da sind wir dann natürlich schon wieder in deinem, wie im Innen, so im Außen. Wenn du. Und was ja auch, da haben wir auch gestern drüber gesprochen, über dieses Wu, was diese Lebensseptim beschreibt. Also welche Aufgaben, welche Entwicklung hat man in den 7 Jahresschritten, in denen unser Leben eingeteilt ist? Und im Alter ist es halt so, dass von der materiellen, körperlichen Schönheit eher zur inneren, intelligenteren, schlaueren, weiseren Schönheit switcht. Das ist ein Prozess, den wir eigentlich gar nicht aufhalten können, aber wir versuchen das oft, kommen dann aber unsere Aufgabe, die wir in diesen Lebensseptimen haben, nicht richtig nach. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gesellschaft, die das widerspiegelt. Das heißt, eigentlich ist die Frage Banane, es geht eigentlich weder um schlau noch schön, es geht eigentlich um weise. Ja. Und wenn wir weise werden, dann werden wir wahrscheinlich, brauchen wir Schlauheit nicht mehr und sind schön. Ja, das kann schon gut sein. Oder du hast zumindest auch kein Problem damit. Ich glaube, wenn du weise bist Genau. und sehr Genau. fein mit dir und deinen Aufgaben und dir auch bewusst darüber bist, dann interessiert dich das Äußere immer noch weniger. Weil du die Werte, das ist ja auch übrigens meine Theorie, warum Frauen Wechseljahrsprobleme haben, weil die Gesellschaft einfach den Wert einer alternden Frau oder älter werdenden Frau nicht in der Weisheit sieht, sondern nur in einem verminderten körperlichen Leistungsfähigkeit, also keine oder verminderte Fruchtbarkeit. Ich glaube, dass Frauen oft darauf reduziert werden, anstatt wie in anderen Heute Ländern. noch? Ja, Ehrlich? glaube ich schon, dass das auch in den Genen noch so festhängt. Ne, wenn man dem Glauben schenken darf, haben wir auch 7 Generationen, wo das einfach so weitergegeben wird, so komische Oh, krass. Glaubenssätze. Aber wenn man zum Beispiel andere Länder sieht, wo Frauen auch das Familienoberhaupt darstellen, dann haben die da deutlich weniger Probleme mit. Ich glaube, dass viele psychoemotionale Begründungen hormonelle Disbalancen macht, mal vom Stress abgesehen. Aber die Wertigkeit, die wir Menschen geben oder die Gesellschaft Menschen gibt, in diesem Fall dann Frauen, und sie nicht auf die Fähigkeit, Kinder zu kriegen, Krass, reduziert, sondern dass keine Daseinsberechtigung mehr da ist oder keine. keine Aufgabe, wenn du so willst. Ne? Du hast, da geht nicht mehr, also bist du eher weniger Aber wert. das würde ja heißen, dass Frauen, die keine Kinder bekommen haben, noch mehr Probleme mit den Wechseljahren haben als Frauen, die Kinder bekommen haben. Ist das eine Beobachtung, die du Das hab ich, bestätigen da habe ich kannst? noch nie so über nachgedacht. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine Frage der inneren Einstellung, der eigenen Einstellung. Entweder weil ich das freiwillig gewählt habe, ist es noch was anderes als, ne? Ja. Ich weiß zum Beispiel bei Frauen, die mehr oder weniger sich darauf eingelassen haben, sich sterilisieren zu lassen oder die Gebärmutter verlieren, dass das ganz viel psychisch mit denen macht. Wenn es nicht aufgearbeitet wird, es zu massiven hormonellen Problemen führt. Ich kenne einige Beispiele. Ja, das war. Ja, witzigerweise habe ich da gerade mit einer Frau drüber geredet, die noch nie Kinder haben wollte, die sich immer sicher war, ich will keine Kinder. Und was völlig in Ordnung ist für sie bis zum heutigen Tag, aber der Moment, wo sie die Gebärmutter aus gesundheitlichen Gründen rausnehmen lassen haben musste, hat dazu geführt, dass sie ein Riesenproblem damit hat, obwohl sie eigentlich immer wusste, sie will keine Kinder. Aber es ist, es war so, es hat auch was mit Selbstwirksamkeit und Selbstentscheidungskraft zu tun. Und klar, das hast du natürlich, wenn du die Wechseljahre hast, auch keine Selbstentscheidung mehr. Genau. Aber das fand ich ganz spannend, was du vorhin auch über Männer gesagt hast, ne? Warum Männer in die Midlife-Crisis kommen, fand ich auch super spannend. Ja, das ging einfach darum, dass die, ich glaube, ab der 6. Lebensseptime, also ab dem 43. Lebensjahr, fängt das halt an zu switchen. Da ganz krass wird es nochmal ab dem 49., aber mit dem 42. fängt das so an, dass die körperliche Kraft, die oder die materielle der materielle Fokus nachlässt und du einfach andere Aufgaben hast. Was sich auch im Trieb, in der Sexualität, in der Potenz manchmal widerspiegelt, weil die Natur sagt, du hast jetzt andere Aufgaben. Du musst die Weisheit, deine Erfahrung weitergeben an deine Kinder eventuell im optimalen Fall, an die Gesellschaft und sich viel aber Das dagegen ist so stellen, krass, weil sie ja, einfach dem voll. Trieb Ja. folgen und dann die Midlife-Crisis bekommen, dann nicht darauf klarkommen und viele Beziehungen, die vorher bestanden haben, in die Brüche gehen, sich dann jüngere Frauen gesucht werden, mit denen sie das Um eben das zu kompensieren. körperlich Ja, ausleben können, ja. anstatt dieser Aufgabe zu folgen und damit auch okay zu sein, den Wert, ne, auch Ja, zu voll. sehen in der Weitergabe der Erfahrung, der Weisheit.
oder das, was ich im Leben an Fehlern vielleicht gemacht habe, das zu erzählen, damit es andere vielleicht nicht machen oder davor gefeit sind. Das wird eben oft nicht so gesehen, ne? Das ist einfach, Voll. geht nur um äußere Schönheit, Ja. um vielleicht Manneskraft, um Leistungsfähigkeit. Naja, und es wurde ja auch 42 oder 49 Jahre lang bewiesen, dass man damit gut also Ja. gut klarkommt, ne? Und Genau. dass das, wenn man das gut geleistet hat, dass dann alles gut ist, also vermeintlich. Und dass diese Veränderung, also ich überlege gerade, ist es eine Angst vor der Veränderung grundsätzlich? Oder aber ist es wieder mal dieses Nein zu dem inneren Auftrag, was man an vielen Stellen Ich glaube, es ist halt beobachten kann, beides, ne? ne? Weil wir auch dann natürlich uns indirekt ja der Endlichkeit bewusst werden. Also die Veränderung können wir ja nicht. Ja, das stimmt. Wir Das werden uns stimmt. verändern. Du kannst ja nicht entkommen. Wir versuchen es halt künstlich rauszuzögern, anstatt damit eins zu werden, also damit zu fließen. Und wir versuchen es dagegen zu stellen und zu kontrollieren, was natürlich in Gänze nicht gilt, weil wir werden irgendwann sterben. Punkt. Und So. was wir jetzt auch gerade gemerkt haben, ne, in unserem Freundeskreis und bei dir selbst ja persönlich, das ist auch das Alter, wo unsere Vorfahren oft sterben. Ja, Also, genau. ne, du hast Ja. gerade deinen Opa verloren. Ja. Und das ist irgendwie so ein Alter, in dem man ziemlich viele Menschen verliert und man näher der letzten Generation kommt, die noch da ist. Und auch da ist natürlich ein innerer Widerstand da. Ja. Spannend. Meistens ist da einer da. Nur ich glaube, wir müssen uns auch viel mehr mit dem Thema Veränderung und Tod beschäftigen, weil es ist ja einfach nur eine Etappe, ein Zyklusteil. Das ist ja nur wie heißt das denn? Nicht Etappe, sondern Stand, wie heißt das denn? Ein Teil dieses Kreislaufes. Ne? Ja, mir fällt das Wort gerade auch Ja. nicht ein, aber ja, und wenn, aber ja, und das ist ja genau das mit 40, das hast du vorhin auch gesagt, ne, dass du irgendwie merkst, dass dein Körper länger braucht, Ja, um auf jeden wieder Fall. zu trainieren, Ja. um wieder irgendwie in Form zu Ja. kommen, in Ausdauer zu kommen. Und das sind alles Sachen. Und dann sollst du in dem Teil auch noch anerkennen, dass du jetzt für die Weisheit zuständig Genau. bist. Ist natürlich assi. Ne? Das ist also so ein Übergangsraum, aber dieser innere Konflikt, dieser Kampf, eigentlich möchte ich noch voll gut aussehen und Voll, Antwort Bock haben und leisten ja. machen. Und das ist ja auch das, was uns die Gesellschaft so vorgibt. Also High Performance ist ja, das wird ja altersunabhängig. Stimmt. Aber das ist ja völliger Quatsch. Wenn man diesem System und mit diesem 7er-Schritt und ich kriege da eine positive Resonanz im Inneren drauf, weil es für mich sinnhaft ist, ne, dass wir das jetzt 7 oder 8 Jahre sind, das ist ja plus minus, ich Ja, das meine, ist das ja ist ja im wurscht. Durchschnitt. Ja. Aber dass dort bestimmte Phasen gibt mit bestimmten Aufgaben, das sind Rhythmen, das ist eins der Gesetze, nach denen ich versuche zu leben, also der Hermetik. Das ist ein Gesetz des Rhythmuses, dass es auch gewisse Stufen gibt. Das hat Hermann Hesse eben auch beschrieben, dass es Stimmt. einfach, wenn es dann Zeitpunkt ist, wichtig Abschied nehmen zu können, um sich für das Neue zu öffnen. Und was machen wir? Wir möchten das, was wir hatten, in dem Falle gut aussehen, leistungsfähig zu sein, jung zu sein, einfach behalten. Das war seit Menschengedenken so, weil ich glaube, viele Menschen Angst vor Endlichkeit und vor dem Sterben dann auch haben, anstatt diesen Fluss, den wir eh nicht aufhalten können, sich offen gegenüberzustellen und die Energie des Stromes mitzunehmen, anstatt versuchen, Na, dagegen zu schwimmen. unterm Strich sind wir in einer ganz schönen Assi-Zeit. Also unseres, also ich würde das nicht sagen, weil ich liebe im Moment also diese Lebensphase, aber eigentlich ist die ganz schön schwierig. Also weil entweder man nimmt diese Veränderung an und muss sich an das Neue gewöhnen, oder aber man hat Probleme mit dem Loslassen und hat das Neue noch nicht angenommen und merkt aber, dass es so nicht mehr geht. Aber es ist irgendwie, Ja. es ist wirklich eine transformative Zeit. Also witzig für uns natürlich in unserem Alter, jetzt Anfang 40, und Und gleichzeitig in der im Kurs, planetaren ja, genau, Konstellation, voll, ja, voll. es tut sich. Ne? Aber Mal ja, sehen, was da also kommt. kennst du, glaube ich, auch, dass es im Moment eine Menge Menschen gibt, die irgendwie, ich sag mal, plus minus 5 Jahre von uns sind, die im Moment echt krass strugglen. Ja. Also wirklich, wo du so guckst und denkst, oh mein Gott, ihr habt wirklich gerade Themen und das ist jetzt auch nicht Pillepalle. Nee. Ja, empfehle ich ja das Lebensaufgabenbuch. Ja.
Da kriegt man, glaube ich, einfach eine gute Idee davon. Genau, das ist ja in solchen Situationen halt brauchen ist Orientierung. Ja. Und in dem Buch kriegen wir definitiv ein paar Perspektiven gezeigt, die eine Orientierung bieten können, wo wir sagen, alles klar, da komme ich, stimme ich mit ein. Und wenn das meine Aufgabe oder das die Aufgabe dieses Archetypen sind, der Lebensaufgabe, dann kann ich vielleicht mal gucken, ob ich vielleicht mehr danach lebe. Ich glaube, das kann vielen Menschen helfen in orientierungslosen Situationen, Zeiten wie jetzt. Ja, voll. Und ich glaube einfach, dass das auch sehr spielerisch ist, ne? Also wir merken das so, die ersten Feedbacks von dem Buch, Ja. dass ganz viele auch, also wir haben da ja Geschichten, auch du Genau. hast da ja eine Geschichte und jede Lebensaufgabe ist eigentlich mit einer emotionalen Geschichte eingeleitet, die total spielerisch ist. Also wir wurden irgendwie am Wochenende gefragt, ob man für dieses Buch psychologische Hintergründe braucht oder ob man Gesichtleser sein muss. Und nein, das ist eigentlich ist es so geschrieben, dass du dich auf die Couch legen kannst und dich einfach mal inspirieren lassen kannst, wo resonierst du drauf, wo denkst du, ja Mann, das kenne ich auch, und wo denkst du, hä, Das kenne ich so von was gar nicht. quatscht Ja, der denn? vielleicht sogar abstoßend. Genau, vielleicht findet man es sogar abstoßend. Gut, dann darf man auch schon wieder drüber nachdenken, Ja. warum. Aber es ist wirklich sowas, also am Schluss, diese Geschichten waren eigentlich das Letzte, was uns eingefallen ist. Und ich glaube, dass es total schön ist, diese Geschichten zu lesen und auf diesen spielerischen Weg und emotionalen, Gesch unsere Hirne lieben Geschichten, wie wir auch gestern mal wieder diskutiert haben. Ja. Und dieses Buch hat einfach Geschichten, wo ihr euch finden könnt und wo ihr euch fühlen könnt. Und daraus entsteht vielleicht ein bisschen Orientierung in einer Zeit, in der wir so viel Freiheit haben, die in Orientierungslosigkeit enden Ja. kann. Ja. In diesem Sinne. Der Herbst kommt, die Tees werden wieder ausgepackt und das Buch sollte in eurem Buchregal stehen. Wir verlinken es hier mal. Finde ich auch. In meinem steht's. Ja, Gott sei Dank. Also noch liegt es auf deinem. Noch liegt's auf dem Schreibtisch Nein. in der Praxis. Ich habe auch gesehen, hast ja nicht mitgenommen in deinen Urlaub zum Lesen. Ne? Interessiert dich ja nicht Ne, so. ich bin ja zum Fahrradfahren hier. Fahren wir morgen wieder? Nein. Soll ich dir ein Buch geben? Ja. Ich habe ein paar hier. Hast du übrigens Ja, ich mitgebracht? habe die mitgebracht. Ja. Ihr Lieben, das war unser Sommer-Special. Ich koche jetzt mal. Ich gehe jetzt mal duschen. Ich habe so Hunger. Ja, ich gebe dir jetzt gleich was. Guck mal, der eine, der steht da und will, mein Mann nämlich. Und der andere, der berufliche Mann, sagt, ich habe so Hunger, ich muss jetzt kochen. Jetzt fragt man sich, warum eigentlich ich? Hat Ja, ich keiner kann auch gesagt, kochen. gell? Hast du eigentlich gesehen da hinten, dass dein Berg endlich frei ist? Ja, ich habe das massiv eben gesehen. Man sieht es leider nicht, gell? Wir müssen wir hier mal. Da Nein, hinten ist ein lass es mal. Bergmassiv. Das ist echt schade, dass ihr es Das nicht ist seht. perfekt. Ich hatte eigentlich Man sieht gehofft, es und dass ihr die schöne, aber naja, das nächste Mal vielleicht. man sieht eigentlich gar keine Berge, ne? Das ist einfach Nee, nur man. das Häuserdach und den Ja. Himmel. Aber hinten. Ja. Eigentlich wollte ich das, wir hätten uns doch andersrum setzen können, weil wir sehen das Bergmassiv die ganze Zeit in der Stimmt. Spiegelung. Naja, wie auch immer. Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, holt euch die Lektüre für den Herbst und für eure Seele und für eure Emotionen. Und wenn ihr irgendwie 42 plus minus seid, dann nehmt es leicht und lasst los und nehmt die Veränderung an. Das ist, glaube ich, eine gute Idee gerade. Go with flow. Richtig. Bis dann. Mach's gut. Ich sag jetzt mal nicht Tschüss, Tobi, wäre ja blöd. Nee, wir sehen uns ja gleich wieder. Ja, also wir hören ja gar nicht auf, uns zu sehen. Richtig. Tschüss! Was denn?